Okay, sollte sich noch jemand daran erinnern, wie ich dieses Spiel hier mal gespielt habe, dann seid ihr einfach mal extrem lange dabei. Das letzte Mal, dass ich Totally Accurate Battle Simulator gespielt habe, war nämlich am 24.03.2017. Also falls ihr da schon dabei gewesen seid, dann wart ihr auf jeden Fall ziemliche OGs. Für die Leute, die das Spiel hier nicht kennen, das hier ist auf jeden Fall ein Strategiespiel, wo man verschiedene Schlachten spielen kann. Damit ich euch das aber ein bisschen besser erklären kann, spielen wir einfach mal die Kampagne. Wir fangen einfach mal hier mit dem Start an. Wie man sehen kann, gibt es hier auf jeden Fall so eine Art Karte. Und das hier ist sozusagen die Map, auf der gespielt wird. Hier kann man auf jeden Fall schon mal die Einheiten sehen, gegen die wir kämpfen müssen. Ich versuche jetzt einfach mal diese verschiedenen Einheiten zu nehmen, um die hier aufzubauen. Das Ziel ist am Ende, das gegnerische Team auszuschalten. Gerade klappt das Ganze auch eigentlich relativ gut. Jetzt leben auch nur noch relativ wenige von unseren Gegnern. Okay, wie es aussieht, habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Und zwar wurden wir gerade besiegt. Ich habe jetzt einfach mal die Einheiten genommen, die die anderen auch haben. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass das Ganze hier ein bisschen besser klappen kann. Gerade sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Und wir haben gewonnen. Hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal unsere nächsten Gegner sehen. Und da werde ich einfach mal wieder die gleichen Einheiten nehmen. Wie man hier aber schon sehen kann, wurden die meisten meiner Truppen durch ihre Speere getötet. Und wir sind gerade dabei zu verlieren. Jetzt sieht das Ganze aber doch noch mal ein bisschen besser aus. Und leider hat einer von ihn überlebt. Jetzt nehme ich einfach mal die Leute mit Schilden. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze auf jeden Fall ein bisschen besser sein wird. Einer, zwei wurden hier jetzt leider schon getötet. Hier hinten sieht das Ganze aber relativ gut aus gegen die Gruppe. Okay, jetzt wo ich noch mal ein bisschen genauer hinschaue, sieht es zumindest noch okay aus. Jetzt leben auf einmal nur noch zwei meiner Truppen. Gerade ist es ein 2 gegen 3. Und jetzt kämpfen nur noch zwei gegeneinander. Vielleicht schaffen wir es hier noch irgendwie zu gewinnen. Und wir haben es geschafft. Jetzt sind wir auch schon im dritten Level. Diesmal versuche ich das Ganze so ein bisschen gemischt zu machen. Das hier sind auf jeden Fall die Truppen, gegen die wir kämpfen müssen. Einige wurden auf jeden Fall schon mal vorher getötet. Jetzt sind wir aber hier schon im Kampf. Es lebt jetzt auch nur noch eine Truppe vom Gegner und die konnten wir auch schon besiegen. Wie man sehen kann, haben wir jetzt auch schon zwei neue Truppen freigeschaltet. Ich nehme jetzt aber einfach mal wieder diese Truppen hier. Ich denke mal nicht, dass das Ganze wirklich gut klappen wird, aber vielleicht geht es doch noch irgendwie. Aber wie man schon sehen kann, sieht es nicht so gut aus. Und da sind wir auch schon tot. Ich versuche jetzt einfach mal diese Steinleute hier zu nehmen. Und dahinter ist jetzt einfach nochmal eine Reihe an Schildleuten. Die Steinleute helfen gerade auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Allerdings sind wir jetzt doch gerade wieder mal am Verlieren. Ich versuche es jetzt einfach mal mit diesen Magiern hier. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie viele die hier töten. Und das Ganze ist ziemlich OP, wie ich gerade schon sehe. Meine Schildleute sollten jetzt hier wahrscheinlich den Rest machen. Jetzt sind wir auch schon auf eine neue Map gekommen und wir haben zwei neue Einheiten freigeschaltet. Ich teste jetzt einfach mal die hier aus. Wir kämpfen jetzt allerdings gegen Leute aus dem Mittelalter. Gerade können sich die drei Leute hier aber zumindest ein bisschen verteidigen, aber sie sterben jetzt doch. Ich versuche es jetzt nochmal einfach mit den Magiern hier und sie haben direkt mal die Hälfte von den Leuten getötet. Jetzt leben aber auch nur wieder zwei meiner Leute und wir haben verloren. Als nächstes versuche ich es nochmal mit den Schildeinheiten. Hier können die Typen auf jeden Fall nichts gegen machen. Ich bin ja jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr so sicher, wer gewinnen wird. Und wir sind jetzt tatsächlich dabei, getötet zu werden. Ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen die Einheiten gemischt. Jetzt laufen auf jeden Fall hier schon mal alle aufeinander. Und wir können uns gerade auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser wehren. Aber ich glaube, wir werden trotzdem verlieren. Und das haben wir auch getan. Vielleicht brauchen wir einfach nur diese Leute hier. Wie es aussieht, sind die aber alleine zu schwach. Als nächstes versuche ich es jetzt einfach mal mit ein paar Speerwerfern. Ich glaube, das hier ist auf jeden Fall ein bisschen effektiver. Leider haben die sich jetzt hier schon ein bisschen selbst getötet. Mein nächster Versuch ist jetzt mal wieder das hier, also einmal diesen Typen hier und ein paar Speerwerfer hinten. Der hilft auf jeden Fall schon mal einen Teil von denen zu töten. Und wie es aussieht, schaffen wir es hier sogar gerade tatsächlich zu gewinnen. Und wir haben es geschafft. Die gleiche Taktik versuche ich jetzt einfach nochmal im D-Level hier. Wie man hier aber sehen kann, töten die gerade irgendwie ihre eigenen Leute. Ich weiß gerade nicht so genau, was hier passiert. Ich glaube, wir sind gerade am Verlieren und wir sind tatsächlich
auch tot. Hier seht ihr jetzt mal wieder meinen nächsten Versuch. Diesmal sieht es fürs Erste sogar mal ein bisschen besser aus. Es leben auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Leute. Und wir haben es tatsächlich geschafft, sie zu töten. Jetzt gibt es wieder eine neue Karte. Mein erster Versuch ist jetzt einfach mal wieder diese ganzen Truppen hier hinzuschicken. Das Ganze klappt auf jeden Fall gerade schon mal ziemlich gut. Und wir könnten es, glaube ich, sogar schaffen zu gewinnen. Jetzt wird es auf jeden Fall noch mal ein bisschen knapper. Und wir haben jetzt irgendwie schon die meisten getötet. Und wir haben gewonnen. Hier können wir tatsächlich mal einen Mammut austesten. Das kostet irgendwie 2200 Punkte. Das wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant werden. Und das Mammut hat so ziemlich alles zertrampelt, was geht. Es hält auch auf jeden Fall extrem viel aus. Und hoffentlich kriegt es jetzt hin, die hier alle zu töten. Und da ist der letzte und wir haben wieder gewonnen. Das war es tatsächlich auch mit den Farmern. Im nächsten Level bekommen wir selber die Truppen der Farmer und dürfen auch nur noch die benutzen. Wie man sehen kann, kämpfen wir jetzt gegen Ritter. Ich teste jetzt einfach mal die Typen hier aus und die werfen einfach was auf die Ritter hier. Gerade treffen sie auf jeden Fall ein paar der Ritter, aber ich glaube, die sterben dadurch nicht. Das hier ist auch schon die letzte Truppe von mir und die wird getötet. Jetzt teste ich einfach mal die drei Typen hier aus. Das hier ist auf jeden Fall gerade eine ziemlich epische Ansicht. Und gerade sieht es zumindest ein bisschen gut aus, wobei gerade ist einer von mir gestorben und der letzte von uns lebt noch und er hat tatsächlich extrem viel getötet. Und wir haben wieder verloren. Jetzt versuche ich mal wieder das Ganze so ein bisschen zu mischen. Ich kann gerade aber nicht erkennen, wer hier gerade am Führen ist. Wie es aussieht, wurden aber jetzt alle meine Truppen getötet, bis auf die eine hier. Ich versuche jetzt einfach mal die extrem billigen Truppen hier einfach gegen die in den Krieg zu schicken. Die werden aber ziemlich weggemetzelt. Das geht gerade auf jeden Fall relativ schnell. Ich versuche jetzt einfach mal diese Vogelscheuche hier. Und die schickt auf jeden Fall irgendwie Vögel gegen sie. Wie man aber sehen kann, ist sie sonst nicht wirklich stark. Ich versuche es jetzt einfach nochmal irgendwie mit den Farmern hier. Aber auch die werden wieder besiegt. Mal sehen, wie gut die Typen hier sind. Nicht wirklich gut. Jetzt mische ich einfach mal die beiden Truppen hier. Und jetzt sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Jetzt leben nur noch irgendwie drei von ihnen. Und wir haben immer noch gewonnen jetzt. Im nächsten Level haben wir hier jetzt Bogenschützen. Deswegen schicke ich einfach mal diese Schnelltruppen dahin. Die Truppen hier rennen irgendwie weg, was ich nicht so ganz verstehe. Jetzt sind meine Leute auch schon zu deren Bogenschützen gekommen. Aber das Ganze ist gerade irgendwie etwas verbuggt. Ich weiß nicht gerade, was hier passiert. Die anderen sind irgendwie jetzt einfach runtergesprungen. Das hier scheint jetzt irgendwie der letzte zu sein und er springt einfach von sich aus ins Wasser. Und wir haben gewonnen. Jetzt sind wir hier in einer Schlucht. Ich schicke jetzt einfach mal drei Wellen von meinen Truppen von gerade eben hin. Die sind aber gerade mal wieder nicht so wirklich effektiv. Das Katapult tötet irgendwie die meisten von meinen Truppen und wir haben verloren. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen gemischt und jetzt kommen wir hier auch schon mal ein bisschen besser durch. Allerdings sind jetzt gerade irgendwie die meisten von meinen Truppen durch das Katapult getötet worden. Vielleicht schafft er es hier jetzt noch irgendwie dran und das Katapult kann ihn leider treffen. Mein letzter Farmer greift jetzt noch irgendwie an und er hat sie tatsächlich besiegt. Also das ist auf jeden Fall meine Ansage. Ich nehme jetzt einfach mal diese komischen Typen hier und ich weiß gerade nicht, was die hier machen. Ich glaube, die versuchen irgendwie hier ihn zu heilen. Das hier ist auf jeden Fall deren König und meine Truppen werden so ziemlich zerstört. Jetzt lebt auch nur noch eine von meinen Leuten und sie ist tot. Ich versuche jetzt einfach mal diese Formation hier. Jetzt werden auf jeden Fall wieder diese Vögel geschickt und meine Nahkampfleute sind jetzt mal wieder tot. Die Krähen sind aber gerade dabei, zumindest ein paar von den Gegnern zu töten. Wie es aussieht, brechen sie jetzt aber doch noch mal wieder ein bisschen durch. Und wir haben, glaube ich, den König getötet oder nicht. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Er ist tot und die letzte Krähe ist ich glaube, der Typ stirbt jetzt hier von mir. Und er ist tot. Jetzt habe ich das Ganze mal wieder so ein bisschen gemischt. Wie es aussieht, kann der König aber irgendwie nicht angegriffen werden. Allerdings fällt er hier jetzt aber auch irgendwie um. Wir haben tatsächlich jetzt seine anderen Truppen irgendwie getötet und müssen jetzt noch ihn töten. Und wir haben es geschafft. Das war es jetzt aber auch schon für heute. Ich hoffe mal, das etwas andere Game hat euch auf jeden Fall heute mal gefallen. Ich will auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal wieder ein paar neue Sachen auf den Kanal bringen. Vielleicht schaffen wir ja heute mal wieder die 20 Likes. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich heute sagen kann. Und ciao.